Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Max und ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. Zuhören in der Version 1.27. Ihr wisst ja, wir können ja Schwerlasten fahren. Und da gibt es schon wieder ein neues Heavy Cargo Pack in der Version 8.1 mit ungefähr 63 unterschiedlichen Trailern. Ihr seht schon einen, den Doll, den gibt es in 2, in 3, in 4, in 5, glaube auch in 6 Achsen. Und ja, 220 MB groß gepackt. Wenn ihr es empackt, ist es bald 1 GB groß. Und das werden wir uns einfach mal anschauen. Wir haben natürlich den ein oder anderen Trailer hier. Und da switchen wir einfach mal schnell durch hier. Da haben wir einen. Nicht von Doll, von einer anderen Firma. Brosui, oder? Heißt das so? Naja, ihr wisst ja, irgendeine Firma aus Holland. 1, 2, 3, 4, 5 Achsen. Kann jetzt aber nicht sagen, dass wirklich jede mitlenkt. Das sieht hier so aus, als wenn die nicht mitlenkt. Aber für einige, die dann sagen, ach, ich nehme mir lieber ein ganzes Paket, ist es vielleicht angebracht. Ja, da ist doch nur der eine. Dann gibt es noch eine andere Firma, 3 Achser. Weiter. Das ist normal, das ist normal, das ist auch normal. Und hier. Mit Liftachsen von Doll, 4 Achser. Und jetzt gibt es unterschiedliche. Das ist nur der einzige. Dann gibt es diesen hier, ohne Fracht. Sieht auch sehr interessant aus. Und ihr müsst immer aufpassen. Habt ihr schon ein Heavy Cargo Pack drin, kann es durchaus sein, dass das Spiel dann abstürzt. Aber guckt euch mal an hier, diese ganzen kleinen Feinheiten finde ich sehr, sehr interessant. Natürlich auch in der Super Large Version mit Helikopter, eine Achse. Ja, unterschiedliche Farben sieht man ja hier. Dann wieder der Einachser mit Fracht, ohne Fracht in verschiedenen unterschiedlichen Sachen. Die Firma, die kennen wir ja schon, ne? Schwerlasttransport irgendwo aus dem Norden von Deutschland. Habt ihr mir alles gesagt? Gut, gehen wir mal weiter. Hier zwei Achser mit Lift. Ein Träger oben. Unterschiedliche Farben von den Fahrzeugen. Also eine ganze Menge. Gerade Doll ist sehr, sehr vertreten hier. So, die haben wir jetzt alle gesehen. Jetzt sind wir bei den drei Achsern von Doll. Schön, ne? Ey, es ist wirklich schöne Auflieger. Dann hier unser gewohnter Tigerpanzer. So muss es sein. Ah. Und da haben wir alle. Und jetzt sind wir bei den vier Achsern. Mal sehen, was da noch alles für unterschiedliche Frachten sind. Na, natürlich, die Glocke, die muss natürlich sein. In unterschiedlichen Farben. Und gehen wir weiter. So. Mann, so viel unterschiedliche Sachen. Also es wiederholt sich natürlich alles jetzt, ne? Das haben wir jetzt alles gesehen, gut. Jetzt haben wir Fame und Willy. Ich hoffe, ich werde das richtig aussprechen. Sieht ein bisschen anders aus, ja. Aber die Firma ist jetzt auch am Start. Das ist dann quasi die dritte Firma, die wir jetzt hier drin haben. Die hat einen Lieperkran hier oben, ne? Ja, ist nur der einzige. Genau, hier nochmal die Firma mit einer anderen Fracht, ne, so eine Ramme, ist jetzt, ja, ich weiß nicht, um feindliche Bogen einzurammen, ne, wahrscheinlich, ja. So, hier wieder so ein Häuschen, ja, für Windkraftanlagen, Vesta, so, da haben wir die Ramme wieder und gehen wir mal weiter, hier der BVG-Bus, BVB, ja, ihr wisst schon. Ja, was ist es überhaupt vom Bus hier? Keine Ahnung, steht nichts so richtig dran, außer Betrieb. So, 1, 2, 3, 5 Achser ist es jetzt hier. Den 3 Achser und andere Aufbauten, ihr seht es. Ein bisschen anders gestaltet. Jetzt müssten noch hier so kleine Flaggen sein, hier Rundumleuchte, schön. Hier Eisenträger. Ach nee, das war leer. Das war einfach nur zusammengeklappt. Ah, ja, alles klar. Verstanden. So, die obligatorische Yacht, die haben wir ja auch schon mal gesehen. Viele Sachen kennt man natürlich schon, ne? Und da haben sich ja schon einige gesagt, ja,
Jetzt hat man sich ein DLC gekauft und die Mod-Community haut dann einfach vom DLC dieses Fahrzeug rauf. Das habe ich ja gesagt, wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen noch geändert. Hier haben wir einen Leaper. Und ich meine jetzt einen Fliegelanhänger. Das ist ja dann die vierte Firma, die wir jetzt hier drin haben. Ne? Hier, schön. Leer gibt es ihn auch. Ja, das ist jetzt kein schönes Modell, ne? Aber hier schön von Krone. Ich meine von Krone hier von New Holland, so eine Ballenpressen. Aber hier Krone haben wir auch auf dem Fliegelanhänger. Das passt natürlich. So, haben wir jetzt die gesehen. Dann gibt es noch andere. Beton. Die haben wir jetzt auch gesehen. Weiter. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich noch irgendwo Mod drin gelassen habe, warum ich hier einen IKEA-Auflieger habe. Vielleicht gehört ja auch noch dazu. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine mittellenkende Achsen. Ich weiß es nicht, warum der jetzt hier drin ist. Schauen wir mal, ob da alles ist. Das sind ja jetzt die Standard-Sachen, ne? Die kennen wir ja. Diese Standardgeräte. Und man hat gesehen, es sind jetzt, habe ich auch noch einen Mod drin von Krone, aha, sind jetzt wirklich keine weiteren. So, hier ist noch was. Das ist ganz normaler Tieflader. Ich weiß gar nicht, ob die Tieflader das auch schon haben. Weil, ja, man kann ja nicht alle ausprobieren. So, zack, 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 sind die normalen. Das ist auch ein normaler Tieflader. Und dann müssten wir eigentlich alle gesehen haben. Hier von Schwarzmüller hier noch ein Tieflader. So. Ja, wir haben dann alle gesehen. Und wir werden mal eine ganz kleine Runde hier fahren. Weiß gar nicht, ob wir hier diesen Häcksler gesehen haben. Den Jaguar 2000. Und das haben wir ja, das kennen wir natürlich, ne? Und die müssten eigentlich auch mit den ganzen Mods von Jazzy Cat funktionieren. Einige haben ja schon gesagt, die von Jazzy Cat, die Auf- oder Tieflader funktionieren auch schon mit der Achse. Herrlich. Da könnte man wieder schöne Tour machen. Aber wir wollen ja nicht übertreiben, immer nur Schwerlasten bringen, ne? So, fahren wir rum. Kämmen wir. Ui. Und aufpassen. Schwenkt natürlich aus. Nicht, dass wir. Ja, das ist so, wenn man mit rumquatscht, mit der Maus rumspielt. Und dann schwenkt er wieder zurück. So, das wollte ich euch einfach nur sagen. Also, ihr braucht ein bisschen Platz. 220 MB ist das groß zum Runterladen und glaube, Unpacked ist es dann bald 1 Gigabyte groß. Und ja, das wollte ich euch einfach nur ganz kurz erzählen. Mit den Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.